Und manchmal gibt es Schuhe, die kriegt man einfach nicht in dem Moment, wo sie rauskommen, aus welchem Grund auch immer. Und dann wartet man und sucht man und rennt sich eigentlich die Hacken ab. Und dann ist man eigentlich umso glücklicher, wenn man sie dann endlich hat. Und schauen wir uns mal an, was da drin ist. Und zwar geht es um diesen Schuh heute hier, Gel Light OG. Am besten sofort raus die Kiste. Kam im Frühjahr raus, Mai oder Juni, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und für mich hat der Schuh eine ganz besondere Bedeutung, weil mein älterer Bruder ist in dem damals wirklich laufen gegangen. Und immer wenn er nicht zu Hause war, bin ich in den Schuh reingeschippt, weil ich den damals schon so geil fand. Und als er rauskam, habe ich das so hart gefeiert. Und muss dann aber feststellen, als ich den anprobiert habe im Laden, wir sind hier in Hamburg, also ich bin hier in Hamburg und habe natürlich den Vorteil, dass es hier sehr viele Stores gibt, wo man Schuhe anprobieren kann. Geh da rein und normalerweise meine Größe 12,5 in A6 passt nicht wirklich, echt vorne richtig eng das Ding, hinten kaum Finger zwischengekriegt und ich war so dermaßen enttäuscht, dass der nicht gepasst hat, dachte ich mir so, boah, okay, ja, geiler Schuh, aber nicht für mich, muss man halt sausen lassen. Auf zum nächsten Schuh, auf zum nächsten Abenteuer. Und jetzt als letzten Sale war, gesehen, dass das Ding in der 13 in einem Online-Store rumhängt. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass der in der 13 überhaupt rauskam. Und natürlich sofort eingesackt. Und 2017 war ja sowieso nicht so wirklich das größte, stärkste Jahr für ASICS, wie ich finde. Also was man schon erwähnenswert nennen kann, das ist auf jeden Fall Gel Diablo, dann der Gel Mai und der Gel Light hier. Aber dann auch nur in bestimmten Colorways. Also von den Gel Mai, da gab es auch einige Unfälle, muss ich ganz ehrlich sagen. Die OGs sahen richtig gut aus. Und die ein oder andere Collabo, aber da gab es auch echt Dinger, das muss man nicht haben. Vom Gel Diablo auch nur eigentlich der OG und der Kid Volcano. Alle anderen, weiß ich nicht, das ist zu sehr gewollt und nicht gekonnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von dem, das ist eigentlich auch der einzige Colorway, der allein gültig ist. Gut, vielleicht noch der weiß-blau-gelbe, der Damen-Colorway, aber alles andere braucht man echt nicht. Die ganzen Pastelltöne, die ganzen Camo-, Grün- und NATO-Geschichten braucht man alles nicht. Das ist irgendwie alles viel zu undifferenziert. Das ist, der kommt dem Original am nächsten, Materialien am nächsten. Und ich finde einfach, so muss er sein, so gehört das Ding und so kann man sich den auch an den Fuß geben. Deswegen an Fuß gehen ist ein gutes Stichwort. Deswegen kommt das Ding jetzt sofort an Fuß, einfach ein On-Feed, gar nicht lang, so Quatsche hier und ab dafür. Should I get gone?